So, Freunde, willkommen zurück zu Luffy 2, Wise vs. Distrals. Oh ja, da endlich kann es weitergehen. Natürlich wieder mit deinem Kato. Sag hallo. Hallo. So, mein Freund, das hier wird eine ganz spezielle Folge. Ist einfach mal der Guide, um hier den Boss zu vernichten, den ihr ja schon im ersten Part gesehen habt. Gerade ist, weil... Lasst mich erklären. Ich habe ungefähr 6 Tage dann verbracht, sein Muster herauszufinden, eine Strategie zu entwickeln, das so weit auszubessern, wie es geht, und es dann perfektionieren. Und das hat verdammt lang gedauert, auch weil ich eine Tunnellösung gefunden habe. Von daher, sag ich einfach mal, bin ich die erste Komplettlösung und für den Fall, dass ihr das Spiel auch mal spielen solltet, könnt ihr damit gucken. Ich erkläre es dann alles schrittweise genau, einfach, damit ihr mal gut folgen könnt und sonst könnt ihr gleichen. Und im Vorfeld, ich habe ein neues Headset, für den Fall, dass ich jetzt anders klinge. Das sieht man ja erst später in der Aufnahme. So, wollen wir mal anfangen. Lesen wir es einfach normal vor? Nein. Okay. La 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 la. Gar so schönes Haar auf dem Sprite. Es ist so wunderschön. Okay. So. Gut. Strategie ist einfach. Schritt 1, den mit Exo, der ist so gesehen hier nur der Buffer. Der gibt hier Erhöhung des Angriffswerts für Guy und DK, weil er selbst muss eigentlich nichts machen. Er ist nur dafür da, dass die beiden mehr Schaden reinfetzen. Und zwar ordentlich. Ja, Curse. Soll mir recht sein. Oh, und im Vorfeld. Stellt euer Kapselmonster dringendst auf die erste Stufe, weil man kann es ja nicht komplett an sich so abstellen. Ich fehle es ja, weil es läuft folgendermaßen ab. Sobald Gardes einmal Schaden nimmt, es kann auch nur ein Schaden sein, fängt er an, so aggressiv zu werden, mit so quite aggressive arm wie, und fängt dann an, dreimal anzugreifen. Zuerst mit Curse, dann mit Destructive Wave und dann mit Octostrike. Yep, er kann den Octostrike, das was auch geil kann. Also er haut 8-mal zu. Das macht ihn ziemlich stark, deswegen solltet ihr unglaublich drauf aufpassen. Das heißt, es ist eigentlich nur ein Zeitspiel, was ihr tun müsst, weil euch direkt töten wird er nicht, solange ihr nicht angreift. Nein, das war's nicht. So, nochmal das. By the way, er hat 10.000 Leben, das heißt, ihr müsst euch vorstellen, wie viel Schaden ich hier kloppen möchte, wenn das nur Guy und TK tun soll. Das erklärt auch, wieso ich so viel gelevelt habe. Hätte ich mir mal sagen sollen. Ja, ich habe ziemlich viel gelevelt und gefarmt wie ein Hörer. Also vor allem den Stärkepots habe ich ordentlich gefarmt für die beiden hier. Einfach weil es total nötig ist. Weil ich muss innerhalb einer Runde besiegen, weil sonst wird das einfach nichts. Da ist einfach geschrieben ist mit seinem Schaden. Ja, und ihr seht es auch schon hier. Exo geil, Level 90, TK 94, also. Das hat alles ein bisschen gedauert. Jo. Oh ja. Und dann wollte ich auch schon eigentlich aufnehmen, dann gab es technische Schwierigkeiten, weil halt mein Headset kaputt gegangen ist. Oh ja, das war grausam. Ja. Also, kann man hin. Und auch das Equipment soll ich auch nur noch stärker, weil Verteidigung das bisschen Minus, das ist nicht schlimm. Lediglich habe ich ihnen den Kürbisjubel gegeben, damit sie ein bisschen mehr Magieverteidigung haben, einfach für Destructive Wave. Wieso? Ich habe keine Ahnung. Aber sonst der Rest ist auf Stärke gelegt, also müsst euch wirklich nur auf Stärke packen. Das reicht vollkommen aus. Oh, ein geiles Idol solltet ihr euch auch unglaublich viel davon holen. So, das sollte schon mal für geil reichen. Oh, und durchs neue Headset. Eventuell ist jetzt der Sound vom Spiel nicht mehr so gut zu hören. Es liegt daran, dass die Kopfhörer an sich so gesehen gepolstert sind, dass Störgeräusche von außen nicht mehr gut wahrnehmbar sind. Das heißt aber auch, dass der Sound hier schwächer ans Mikro kommt. Das ist die ganze Story. So. Ich weiß, verschwende hier gerade Gauss Eis wie irre, aber es hat alles seinen Zweck. So, ich zeige euch da mal am Ende, bevor ich angreife, noch was für Ausrüstung ich hatte. Auf jeden Fall, dass ihr das selber machen wollt. Wobei ich euch einige Items wirklich ans Herz lege. Also, ich weiß nicht, wie man es ohne hinkriegen sollte. Das will ich auch gar nicht wissen. Doch eigentlich zum Teil schon, einfach weil es mich interessieren würde. Aber ohne, ich könnte mir keine andere Taktik jetzt gerade vorstellen. Weil wenn man versucht, mit ihm normal zu kämpfen, er macht einfach zu viel Schaden. Aufgrund dieser Curse-Sache stirbt immer einer pro Runde, definitiv. Müssen wir mal sehen, wie das Ganze hier abläuft. Oh mein Gott. So, noch ungefähr 2 Runden, dann müssten wir es haben. Also ich muss sagen, Hut ab für die Mache des Hacks. Ich bin erstaunt, wie das noch weitergehen wird. Vor allem mit den nächsten Bossen, also Endboss mache ich eigentlich gar keine wirkliche Sorgen. Ja, muss man aber vor allem der Endkampf so, wenn schon jetzt gerade so übertrieben ist, wie der Rest ablaufen wird. Muss ich alles sehen. Gut, wir sind fertig.
Hier kurz seine Ausrüstung, Bronze Schwert, Killer, bla 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 bla. Könnt ihr alles kurz angucken. Und hier halt wegen Fairy Wrestling den Zorn am Band, dass ich mal so gemacht habe. Behaltet es. Es würde euch über das ganze Spiel helfen. Ich garantiere es euch. So, schon dazu. Also mit ihm kann ich mal zuhören, weil das noch irgendwie mehr Schaden als der ganze Rest. Das ist seine Ausrüstung. Vor allem das Gardeschwert solltet ihr euch gefälligst holen. Ist ein bisschen schwer, ich weiß, ein bisschen Farm muss da nötig sein, aber es hilft euch einfach, weil ihr werdet schon gleich sehen, deswegen. Und er macht ein paar Auto-Strike und hiermit DK empfehle ich euch anderweitiges. Also da könnt ihr ein bisschen variieren. Lediglich die Axt ist schon mal falsch geschrieben, alles klar. Jemand die Donnerangst, die solltet ihr auch holen. Und schon legen wir los. Ja, ja. Aber ich bin erstaunt, die Attacken jetzt. Gar, deswegen ist es mein starker Boss. Ach man. Aber wie gesagt, auf keinen Fall angreifen, weil sonst seid ihr definitiv gearscht. Um es so auszudrücken. Aber mit ein bisschen Geduld klappt das schon alles. So, also 600, ja, passabel. Ach, das war, oh ja, der Schaden wird heftig. So 900 bis 1000 Schaden pro Treffer ist nur ein Stück Holz, wenn man sagen darf. Ja, ja. So, und dann war, ja, 1800. Und das war's. Yep, das war schwer rauszufinden, als ich es mir jetzt eventuell glauben würde, aber boah, macht's einfach so, versucht nichts anderes, das hilft einfach. Und damit hätten wir auch diesen Kampf geschafft. 40.000 Erfahrung, 80.000 Gold, alles relativ, weil ich habe fast höchst an Gold, von daher, ja. So, ein bisschen weiter lesen, wenn's geht. Sekunde, oh. Warte. Mein Freund. Okay. So, jetzt kannst du, mein Freund. Entschuldige. Jetzt habe ich auch schon keine Lust mehr, wirklich. Entschuldige. How can it be, mere mortals with such power? The corridor. Oh no! Now, with Daymile and Suki, I will take everyone in Parcel Life with me. Das war also doch ein Raumschiff. Das war's. Gaston. Exo! Entschuldigung. Boah, es could be. Ja. Tja, sehr. Why have you come here? I was just so worried about you, I couldn't. Sean, why didn't you stop here? I'm sorry, but I was worried too. Anyhow, everyone has to get out of here. What about you? He has pressed the switch before he died. Something here has to do with the sinking. I must find out. I'll go with you. The corridor's collapsed. You can't cross. The tower's ready to fall. Get out while you can. No, I can't leave you behind. Tia, you have to understand, it's not safe here. No! Tia! Let's go, Tia. How can you stay, say that? So it's okay for Exo to die as long as your personal is safe? No, that's not true. We can't do anything right now. Don't you realize we are in his way? What if someone happened to Exo? Exo can handle this and you know it. Of course I do. I believe in him. So I will wait for him in Persolite. In Persolite? Yes, the iron will not sink. Exo will stop it from sinking. Sinan, let's go. Okay. Alright, let's get out of here. Exo, promise you that we'll come back. I will wait for you. Genau, ich stimme. So. Sind wir ganz allein? Was? Stoppt er jetzt endlich? Was? Nee, ich will kurz gucken, wie viel Zeit wir schon totgeschlagen haben. Ja. Etwa 10 Minuten. Ja, richtig. So, ich weiß nicht mehr ganz genau die Reihenfolge. Muss gucken. Ich brauche keine Kraftaufladung, danke. So. Genau, warte. Mit welchem? So, entweder war der mit Pfeilen oder Bomben. Ich muss gucken. So, genau. Die rote Statue war mit Pfeilen. Genau. Und hier ist ein ganz neues Kommentar. Der Zauberbikini. Wuhu! Wenn man doch nur die ausgetanen Ausrüstung sehen könnte.
Oh, ich könnte Fumi umändern eigentlich. Ja, bam, totale Vernichtung. Mach's mal kurz. Fumi, entwickel dich wieder. So. Ja. Ach Gott, das lange dauert, ey. Ja. Egal, Golden First, das sollte nicht lang dauern. Genau. Ah ja. Und danach kommt erstmal lang, kannst du ihn also. Doch, ich glaube, wir müssen viel lesen. Nee, ich muss viel lesen. Ach nö. Schade. Ja, was soll's. Welcher Weg weißt du? Muss gucken. Ja, gut, das war der. Nein. Ich komme mit der Tastatur nicht klar. Nein. Und bumm. Kaputt. So. Wir müssen den Haken. Alles klar. Ein Speicherpunkt. Braucht man nicht. Doch, eigentlich schon. Speichern wir kurz. Wobei ich eigentlich jetzt aber naja, was soll's. Shift ist alles klar. Die Musik bedrohlich und so, aber eigentlich war unnötig. Aber naja, was soll's. Ist schon mal ein guter Spannungsaufbau. Ja. Und wieso ich vorhin das mit der Startung gemacht habe, zeigt sich gleich, meine Freunde. Das war Schweinrecht. Einfaches Rätsel. Was? Sehr einfach. Scheiße. Ich glaube, ich habe keins davon berühren, oder? Nein! Hä? Funktioniert super. What the fuck? Ah, warte. Ah. Alles klar. Hab was übersehen. Upsala. Ich sag einfach nicht, dass wir synchron sind, okay? Okay, wow, was ist jetzt los, deine Verbindung oder so, ist gerade ziemlich creepy. Ah, deswegen, weil die Statuen haben hier diese Pfähle nach oben gehalten, von daher, ja. Und das ist der Schalter. Let's go. Bam. Bam. I did it. Tod. How could there be a trap like this? Oh mein Gott. Guck. Ich hab dir gesagt, wir sind asynchron. Was? Ja. Was? Ich wiederhole mich gerne. Aufnahme ist. Ja! Aufnahme stopp mal kurz. Ja, da waren wir kurz asynchron. Alles klar, und ich hab's nicht verstanden vorhin. Okay. Jedenfalls, Blitze kamen auf dem Himmel, als ich den Chat aktiviert habe, und bumm, kaputt. Cool. Für Text. Ist es Perseid? How did I get here? The end. Exo! What? Oh, then. I guess Perseid is okay then. Yes. Is everyone alright? Yes. People in the city, guy, girl, and here, everyone just fine. Good. That's a relief. I owe anything to you. No, that's not true. I couldn't have done it alone. Yeah, I guess. But you will need something. Finally set me? I see. No. Still not? I mean, I have for a long time. Seon. Exo. I'm so... It's nice to see you again. What's wrong? I knew we are coming back. I know it is no miracle. You're standing here. Yet. So traurig nicht. You're here. You're really here. You're not going anywhere again, right? I... Alles klar. Stimme vergessen. Say that! Are you crying? You said God shouldn't cry so easily. Wer war das? This is Guy. Das ist Guy? Ja? Nicht mehr. Jetzt ist er Girl. It's okay, little lady. It's okay to cry right now. You okay? I thought you were in love with Exo. Yes, I am. But it's okay. You know that? I can't cry. So? My name, Tia, like Tear. Because of this, I was always teased and I was always crying. Exo always saved me,
and one day he said, people tease you because you cry easily. So I tried not to cry, no matter how hard kids tease me, then they stopped. I never cried since then, and I couldn't even cry when I really want to. Maybe I just can't cry anymore. You're wrong. Connection failed. Yep. Why do you say that? The time hasn't come when you really want to cry. To be sure, Axel is a kind man, but you two live in different worlds, and you know it. Yeah, I noticed that when Axel said he was going. It's okay now, I found out something at the tower. I'm in love with Axel, but not Axel the warrior. Not the warrior? I chased him to the tower because I was worried. I just didn't have faith in him as a warrior. He may have thought that we might never again meet What? The Maya! The Maya thought that we might never again meet Selby oder him? What? Ja, das ist richtig. Was ist das für ein Satz? Alles. Der bloße Gedanke, dass ich ihn niemals wieder sehe. Egal. Ja, die Übersetzung spielen wir gehört, aber. Ja, das ist, was ich meine. Ja, schon gut, warte, kurz zur Zeckung. Boah, die Verbindung geht ja gerade voll down. Jo, wir haben das. Ja. Schon, bis gleich, Freunde. Ciao.